Mein süßes kleines Geisterpferdchen. Ich will dich nicht verlassen. So in diese Richtung? Nein. In diese Richtung? So, theoretisch nur geradeaus. Ah, da ist doch so eine Statue. Hier sind ganz viele Statuen. Warte mal. Also, die gucken alle in diese Richtung hier. In diese Richtung gucken die. Da muss ich wohl in diese Richtung reiten. So, pass auf. Wir folgen jetzt den Statuen. So. Jetzt bringen wir hier die Sache ins Rollen. Oh, Pferd. Ist ganz schön bockig für ein Geisterpferd. Jetzt warte doch mal. Bleib doch mal stehen. Dude. So. Oh, da ist wieder so ein Dings da. Er geht, guckt in die Richtung. Er guckt in die Richtung. Richtig? Er guckt in die Richtung, ja. Sehr schön. Immer weiter. Hier sind noch ein paar Knicklichter. Ja, danke, Tulin. Danke. Das ist das, was dem Untergrund noch gefehlt hat. Ein bisschen Wind. Hier ist noch eine Statue. Die guckt. Wohin? Irgendwo in diese Richtung. Warte mal. Stopp. Ich erkenne es halt so schlecht. Er guckt ein bisschen da in diese Richtung. Was ist denn das hier? Ah. Nett. Warte. So, die Statue guckte in die Richtung. Wo ist die nächste Statue? Scheiße. Ich sehe keine neuen Statuen. Das ist schlecht. Das ist nicht so gut, ne? Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Es ist halt überall nur Glibber. Es würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal eine Statue finden würde. Was ist denn das da hinten? Stopp mal kurz. Das könnte das gesuchte Objekt sein. Guck mal, ob ich da im Rotterhü hinkomme. Ich habe nur noch 5 Pfeile. Das ist nicht so geil. Okay, hier kommen wir nicht einfach runter. Das ist schlecht.
Muss ich jetzt mein Pferd verlassen? Oder kommen wir hier irgendwie in irgendeiner Form mit dem Ding runter? Was mich sehr freuen würde, aber ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Reise endet hier. Was mich sehr traurig macht. Also es macht mich tatsächlich ehrlich traurig. Du warst ein feines Pferd. Mach's gut. Machet gut. Hain der Seelen. Okay. Klingt ein bisschen fies. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal. Ich brauche... Oh, damn. Oh, damn. Bye. Oh nein, mein Leuchten ist verschwunden. Ah! Warte. Hier habe ich noch Leuchtmedizin. Oh, die ist aber nicht so geil. Oh, hier sind Viecher. Na? Ich glaub's ja wohl. Bye. So. Oh, 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 oh. Ich kann's halt alles nicht sehen, weil es einfach alles stockdunkel ist. Verdammt! Warte, hab ich nicht... Besseres Leuchtding? Das ist nur einmal leuchten, ne? Zweimal leuchten. Das ist alles zweimal leuchten. Vielleicht... Ah, guck mal, es macht ein bisschen mehr. Aber auch nicht so viel. Hübsch. Oh. Da ist eine Wurzel. Sehr schön. Da müssen wir mal jetzt irgendwie hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Aber, wie kommen wir da... Oh, scheiße, ich habe nur noch zwei Pfeile. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh, da ist eine Statue. Und in welche Richtung guckst du? In diese Richtung, okay. Dann scheinen wir uns ja zumindest noch irgendwie in irgendeiner Form auf dem richtigen Weg zu befinden. Ich kann die auch so fallen lassen, richtig? So, guck mal. Da müssen wir das jetzt von nun an so machen. Beziehungsweise, wenn ich das Ding werfe... Ich habe Fragen. Wenn ich es werfe, funktioniert das dann auch? Warte mal. Ah! Nice. Das ist schon mal sehr gut. So, guck mal. Das sieht schon mal sehr interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Sie guckt da hinten hin. Und sie guckt hier. Oh, warte. Die guckt nach da und die guckt woanders hin, ne?
Sie guckt in diese Richtung. Sie guckt in diese Richtung. Ja, dann sind wir doch schon mal auf dem richtigen Weg, wie es scheint. So, da hinten. Oh, hey. Verdächtige Statuen. Diese Statuen sind wirklich seltsam. Was machst du hier? Das würde ich dir gern beantworten. Seht ihr diese gewaltige Statue mal genau an. In der Dunkelheit hier sieht man es nicht so leicht, aber da drüben ist auch eine. Diese Statue hier scheint in Richtung der nächsten zu blicken und dann immer so weiter. Aber du wirst den Statuen doch nicht wohl nicht mehr folgen können, oder Link? Stirb! Ah, oh! Okay, es ist ein Jäger. Nun, ich glaube, ich werde den Statuen sehr wohl folgen können, mein Freund. Sanshin-Kurzschwert, meine Tasche ist voll. Also, die guckt da hinten hin. Oh, hier ist, ich bin ja nicht mehr zu Pferd unterwegs. Da war was. Da war was. Ups. Ach komm, ernsthaft? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur diese Donnerblume aufsammeln. Hier sind Katapulte und da ist so ein Ding. Haben wir ja auch so eine Lenkstange? Und ohne Lenkstange ist das irgendwie doof. Ja, nee. Warte mal. Also, diese Statue guckt in diese Richtung. Da, wo die ganzen Dudes natürlich sind, ne? Das macht mir Hoffnung. Frage ist, was denn das denn hier? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ein tempelähnlichen Gebäude in der Mitte enden. Geheimnisvolle Kraft der Sonau. Okay. Also sie guckt in diese Richtung. Sie guckt nach da. Ich bin einfach mal ganz dreist. Oh oh. Hallo? Au! Oh fuck, das war mein letzter Pfeil. Ah. Oh mein Gott! Don't do that, please! Bye. Ich muss hier weg. War nett mit dir, aber... Danke, dass du mir den Weg leuchtest. Ich bin doch nur auf der Suche nach Statuen, Mann. Da ist noch eine Statue. Au! Mal sehen, was haben wir denn hier Schönes? Was kann ich immer nach dir werfen? Habe ich hier eine Feuerfrucht oder irgendwas? Hier, guck mal, hier und da. Warte. Nicht auf dem Boden.
Oh nein. Oh. Tulin, kannst du ihn mal bitte abschießen? Das wäre sehr schön. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Das macht mich... Das macht mich wahnsinnig. Die Statue guckt irgendwo nach da hinten. Oh, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Das ist ja schön. Hä? Hier waren wir doch schon. Warum? 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 Warum haben die Statuen uns jetzt im Kreis geführt? Soll das lustig sein? Oh, ist das belastend. Markierung. Was habe ich denn hier für eine Markierung gemacht? Gerudo. Ich weiß es doch nicht. Ich finde das alles sehr irritierend. Also ich hätte schwören können, dass das vielleicht hier ist, aber irgendwie... I'm not sure. Ach, das ist der Hylia-See. Deswegen ist hier nichts. Witzig. Also hier ist auf jeden Fall ein Schrein. Oh mein Gott. Ich kack ab, ey. Da ist eine Magierstatue. Oh, weißt du was? Ich muss mal ganz kurz 2 Minuten Pause machen. Ich bin gleich wieder da, nicht weglaufen, okay? Bis gleich. So wie es scheint, hatte ich mit meiner Vermutung recht, dass wir hierhin müssen. Deswegen habe ich mich jetzt mal ganz schnell hierhin teleportiert, damit wir da schneller hingehen können. Nein. So, wir müssen bitte einmal in diese Richtung. Genau. Ich weiß nicht, wie wir das übersehen haben, aber naja. Es wundert mich auch irgendwie nicht. Ich glaube, es hat mich sehr irritiert, dass die Statuen alle in die andere Richtung gucken. Aber wir müssen als erstes auf jeden Fall dahin. Und dann können wir mal weiter gucken. Jo. Wir gehen einmal hier hoch. Und dann könnte es sein, dass wir jemand Bekanntes treffen. Verlassene Zentralmine. So, was haben wir denn da? Lüdum-dum. Ach, guck mal, den Dude, den haben wir doch schon im Spähposten da gesehen. Aber im Kleinen. Beten. Punkt, Punkt, Punkt. Vergessenes Plateau, Schlosstor, gefangen, auf dem Grunde des Wassers. Okay. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber okay. Naja, zumindest sammeln wir hier schon mal ganz gut Irrlichter. Das ist doch schön. Hier ist sonst nichts. Da unten. Muss mal gucken. Ah, oh, nicht darunter. Oh, jo, 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 jo. Ach komm, wirklich? Hör auf.
Also hier geht es sehr weit runter. Ich weiß nicht, wie weit wir runter müssen. Müssen wir ja ganz nach unten. I'm not sure. Könnten wir auch nach oben wieder? Wir könnten hier nach oben, ne? Okay. Aufregend. Ist alles sehr aufregend. Wollen wir das mal versuchen? Ach, das ist der falsche Knopf. Hör mal. Nein. Hallo. Nein. For real? Okay. Oh, cute. Bye. So, jetzt sind wir wieder hier. Das hat uns jetzt, nicht so viel gebracht. Da ist diese komische Statue. Also das habe ich mir jetzt aber ein bisschen... Dann gehen wir mal nach ganz unten. Gucken, ob wir hier irgendwas Geiles finden, außer Irrlichter. Oder hinten sah ich eine Truhe. Hör auf damit. Hier sind noch mehr Irrlichter. Ja. Neues. Wir haben schon richtig Dinger gesammelt. Das ist cool. So. Oh mein Gott. Großes Sonanium. Das war jetzt auch nicht so... erfüllend, wie ich es mir vorgestellt habe. Warte mal, aber ist es doch gesagt worden, dass wir hier jemanden treffen? Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Das macht mich a little bit traurig. Oh nein. Ungünstig. Aber wir leben noch. Ja, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders hier. Ach Mensch. Oh. Ich weine. Wir entfernen uns eigentlich von unserem Ort, wo wir eigentlich hin wollten, sollten, whatever. Also. Wir sind hier im vergessenen Plateau, Hyliaberg. Hier ist der Tempel der Zeit, ne? Also die Zitadelle der Zeit, meine ich. Sie sind, glaube ich, die vier Anfangsschreine gewesen. Da, da und da. Das sind jetzt Abgründe. Okay. Das ist schon ein bisschen interessant. Ja, die gucken da zu der Wurzel. Ja. Wir verlassen eine Zentralmine. Was machen wir denn damit jetzt? Da muss ja irgendwas sein. Oder? Oh nein.
Macht euch vom Acker. Gerade. Dafür habe ich mein verdammtes schönes Skelettpferd aufgegeben. Das macht mich traurig. Was sagt denn der Guide? So, genau. Also. Erwähnte Nusimak-Dings da. Nee, das ist eine andere. Warum bin ich denn jetzt da? Ich renne schon wieder völlig in eine andere Richtung. Schon gesuchten Tempel. Im Tempel muss man Forscher sprechen und das grüne Symbol aktivieren. Hä? Kann ich da bitte nochmal hin? Oh, ist das belastend heute? Ist das belastend heute? Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Warte kurz. Also, wir sind hier. Wir müssen in die genau andere Richtung. Also da lang. Richtig? Ja. Das sieht gut aus. Das ist die Zentralmine. Und da müssen wir... hier hin. Da müssen wir hin. Können wir da so ein Ding machen, damit ich dem folgen kann? That would be nice. Bin gleich wieder da. Moment. Nicht weglaufen. So. Also, da müssen wir jetzt hin. That's the plan. Die Statuen gucken alle in eine andere Richtung. Ich finde das alles sehr verwirrend, möchte ich mal anmerken. So, die Zentralmine. Hier müssen wir auch irgendwas machen, wovon ich keine Ahnung habe, was es sein soll. Fliege, hau ab. Gehen wir woanders spielen. Warte mal.
Bin ich irritiert? Hier ist nur das. Wie kommen wir denn... Ah, no. Wie kommen wir denn da hinten hin? Oh, nein! Müssen wir von außen rum? Oh, damn it! Also von hier kommen wir nicht dran. Hier ist alles zu. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da müssen wir hier wieder raus. Warte mal. Da müssen wir da irgendwie von außen dran. Oh, ist das belastend. Oh, hier sind noch ein paar... Irrlichter. Ja, froh, dass wir schon mittlerweile ein bisschen Ausdauer haben. Ah, guck mal. Da ist was. Ah, guck mal. Hier ist was. Na, endlich. Oh. Sehr schön. Ein Teleportziel. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertrage die Bautomatik. Ich empfehle, diese für Forschungen im Untergrund und Ausgrabungen von Sonanium einzusetzen. Let's go. Damit haben wir endlich unsere letzte Fähigkeit. Oh, Mensch, das hat aber gedauert jetzt. Wundervoll. Träume ich oder ist es gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von der im Text die Rede ist? Unglaublich! Es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Bei dem auf dem runden Podest ist ein Rad abgefallen. Und das auf dem quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf dem runden Podest zu reparieren, dann sollte es auch kein Problem sein, das auf dem quadratischen Podest wieder funktionstüchtig zu machen, oder? Also, zeig doch mal deine wunderbare Macht und mach unsere Fahrzeuge wieder flott. Kannst du das zuerst bei dem auf dem runden Podest probieren? Warte. Oh mein Gott. Könntest du dich bitte... Danke. So, ne? Oh, es hat funktioniert. Das abgefallene Rad ist wieder dran. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Deine Reparatur des total kaputten Fahrzeugs auf dem quadratischen Podest. Na los, zeig uns, was diese Macht der Götter wirklich kann. Mach es ruckzuck wieder flott. Okay, Bautomatik.
Aha, okay. Ja, demonstriere es, los. Ja, ich mache ja schon. Okay. Wählen Y. Ja. Und dann? Wie mache ich das jetzt? Bauen. Ah. Oh, unglaublich. Sehe ich etwa doppelt? Und es war auch blitzschnell gebaut. Nichts weniger habe ich mir von der Macht der Götter erwartet. Dann stimmt es also, was in den Texten stand. Die Macht. Unfassbar. Meister! Hm. Aha, also gibt es sie wirklich. Oh, den kennen wir doch. Guck mal, der Kurga. Na? Gute Arbeit, ihr beiden. Und du da, Schwertkämpfer. Du hast auch was bei mir gut. Ja, du hast auch was bei mir gut. Niemals werde ich vergessen, wer mich aus unserem Versteck in der Gerudo-Wüste nach hier unten hat stürzen lassen. Das warst du! Ich hatte geschworen, mich zu rächen an dieser Zelda und an meinem allergrößten Feind, an dir, Link! Endlich treffen wir uns wieder! Sag nicht, du hättest mich vergessen. Nein, mein Lieber. Wir sind durch das Schicksal verbunden. Höre meinen Namen und erzittere erneut. Ich bin der Meister der Jäger. Der Starke, auch im Untergrund mächtige, für alle Zeiten unübertreffliche. Koga! Anführer der Jäger. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir die Macht der Götter unter den Nagel gerissen hast, nach der wir gesucht haben. Wir haben hier uralte Texte aufgestöbert, in denen was darüber steht. Damit kann man zusammengebaute Sachen speichern und ruckzuck erneut herstellen. Diese Fähigkeit soll schon vor langer Zeit verloren gegangen sein. Du hast geschummelt! Wir rackern uns hier ab, um Zeugs in ehrlicher Hand dabei zusammenzubauen. Aber du kannst das im Handumdrehen erledigen, ohne Mühe. Das ist Betrug. Diese Macht würde der Person, die wir huldigen, sehr nützlich sein. Seiner Großartigkeit nämlich. Diese Macht sollte dazu dienen, Zelda und dich zu vernichten. Und jetzt wagst du es, sie zu stehlen? Nachdem es jetzt so weit gekommen ist, bleibt mir nur eine Wahl. Ich werde dich besiegen und nehmen, was uns zusteht. Okay. Oh, ja, cool. Mach dich bereit. Cute. Warte mal kurz. Ich muss mal... Ja? Kann ich mir das hier hinbauen? Ey! Also, was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier für Möglichkeiten? Wo ist er? Da unten. Okay. Das war ganz cool. Warte mal, ich muss mal hier hoch. Oh, verdammt. Komm hoch da. Ah. Warte mal, ich muss mal irgendwas anderes werfen. Habe ich hier irgendwas, was ich sonst noch werfen könnte? Ein Sternsplitter vielleicht? Nein. Oh, wo sind meine Feuerfrüchte? Obwohl, eine Bombe wäre auch geil. Eine Funkelfrucht. Ja, Mann. Oh, au, er ist voll über mich drüber gesaust. Bah. Yeah.
Na toll, das hilft nicht so gut. Warte mal. Au! Ei, ei, ei! Warte mal, ich brauche Energie. I need energy. Ah, wait a minute. Wo ist er? Da hinten. Ey. Boah, das ist doch... Blanker Hohn. Verdammt. Scheiße. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Danke. Oh, weia. Ich hasse es, keine Pfeile zu haben. Ich muss gleich irgendwo Pfeile kaufen gehen. Ah, impertinenter Wicht. Was wagst du es, mit solchen Taschenspielertricks zu kämpfen? Doch egal, der Klügere gibt nach. Dieses eine Mal lasse ich dir deine Frechheit ausnahmsweise durchgehen. Doch sperr die Spitzenlauscher auf, denn ich hab dir was zu sagen. Solche Ruinen wie hier habe ich schon haufenweise gefunden. Und ich hab dich beobachtet. Du benutzt deine rechte Hand, um das Konstrukt dort zu steuern. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Also, ich muss mich dann langsam mal los zur verlassenen Südwestmine. Dort schnappe ich mir auch diese Macht, die du besitzt. Anschließend werde ich an der Seite seiner Großartigkeit diese Welt ihrem Ende entgegenführen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Attacke! Falls du vorhattest, mir zu folgen, vergiss es! Weg ist er. Fort ist er. Oh, keine Truhe. Kogas finstere Pläne. Cute. Enormer Sonau-Energiekristall. Link. Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich habe heimlich eurer Unterhaltung gelauscht. Die verlassene Mine im Südwesten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Gerudo-Mine sein. Abbau und Verarbeitung von Rohstoffen florierten dort einst, aber nun teilt sie das Schicksal der verlassenen Zentralmine. Folge dem Weg, den die steinernen Statuen weisen, um zur verlassenen Gerudo-Mine zu verlangen. Ach so, deswegen bin ich ganz woanders auf einmal hingegangen. Am einfachsten wäre wohl, wenn du erstmal in Richtung dieses Lichtes dort laufen würdest. Ach, und noch eine Sache, bevor du aufbrichst. Ich möchte dir etwas vermachen. Sprich zu diesem Zwecke bitte einmal mit meinem Artgenossen da drüben. Okay. Hallo? Ich danke dir dafür, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Ich verstecke mich, um ihnen zu entgehen. Nun gut. Da du über die Bautomatik verfügst, lass mich dir als erstes diese Bauplansteinplatte überreichen. Okay. Ah, nice. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Du solltest nun mit Hilfe der Bautomatik ein weiteres Objekt herstellen können. Gestatte mir, dir die nötigen Teile für dich vorzubereiten, damit du die Bauplansteinplatte ausprobieren kannst. Cool. Cool, I guess. Mit Hilfe von Bauplansteinplatten kannst du sogar Objekte anfertigen, die du noch nie zuvor gebaut hast. Ich hoffe, du wirst nur großen Nutzen daraus ziehen. Yes. Cool.
Oh, warte mal. Da hinten sehe ich was. Hallo? Ich danke dir für das Vertreiben der Eindringlinge. Ich verarbeite hier Sonanium, bla bla bla. Ja. Also, wir haben davon 130. Diese Energiekristalle brauchen wir für die Batterieerweiterung, oder? Okay. Wo können wir denn unsere Batterie erweitern nochmal? Geht das nur auf der Himmelsinsel? So, die Frage ist jetzt, wir fliegen jetzt da in diese Richtung. Oh Gott, möchte ich da jetzt hin? Eigentlich nicht, ne? Ich würde halt gerne mal gucken, was ist jetzt hier da mit den... mit den hier oben zu hier mit den Dingern hier zu tun hat. Ich müsste mal nach hier oben. Wie komme ich denn da hin am besten? Zeitenwald. Wir sind jetzt hier direkt unter der Zitadelle der Zeit. Das liebe ich. Pass auf. Wir gehen mal an die Oberfläche. So sehr ich auch gerne mal diesen Flieger jetzt ausprobieren würde, aber wir machen das jetzt mal so. Ah. Wir machen das jetzt mal so. Also, wir sind jetzt hier und ich würde gerne einmal dahin. Also müssen wir so in diese Richtung. So, Pi mal Daumen in diese Richtung. Da müssen wir mal irgendwann ein paar neue Pfeile bekommen. Oh, da ist was runtergefallen. Wir laufen irgendwo ganz woanders hin, ne? Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. So lustig. Immer derselbe Scheiß. Oh, hier ist ein goldener Apfel. Geil. Oh, wow. Wer bist denn du? Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Naja, das hat nicht so gut funktioniert. Oh, ganz viele Äpfel fliegen hier rum. Oh, Riju, hör auf mit dem Ding. Nein, du sollst aufhören. Pfeile! Warte mal. Oh, ich bin hier Pi mal da oben auf dem richtigen Weg, ja? Muss nur irgendwie da hochkommen. Weiß nur noch nicht wie. Willst du meinem Freund? Oh! Krocki, wo ist denn dein Freund? Vielleicht kann ich helfen. Das war so klar, dass der da oben ist. Es war so klar. Es war so klar. Ja. Also
diese Crocs hier, ne? Ey, das sind so meine Spirit Animal, ganz im Ernst. So, ich habe leider nicht so viel Geiles, was ich bauen könnte. Ja, das hilft mir auch nur geringfügig. Weil ich den Croc ja währenddessen nicht festhalten kann. Das ist das auch nicht so geil. Ah, wie kriegen wir dich denn jetzt da hoch? Warte mal. Wir basteln uns jetzt hier irgendwas Schönes draus. Das ist falsch. Nein, ich will das da. Wir basteln uns jetzt hier was Schönes. Pass auf. Folgendes. Wir brauchen... Hübsch. Warum habe ich denn nur 3 genommen, sag mal? Bin ich doof? Ich brauche noch einen. So, jetzt haben wir hier schon mal sowas. Wenn wir das jetzt... oh Gott, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... wir werden sehen. Oha. Oha, wir fliegen in die falsche Richtung. Oh, scheiße. wir waren... oh Gott, der kleine Dude, der macht ganz schön Schlagseite hier. Der macht aber ganz schön Schlagseite hier. Kommen wir einfach hoch? Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war wie immer ein Fest. Ah! Heilige Macaroni. Wie krieg ich dich denn da jetzt hoch, Mann? Ja. Sag mir das mal. Wie krieg ich den denn da jetzt hoch? Ja, nein, vielleicht. Kann ich dich einfach hier dran festmachen und dann... oh, komm schon. Es geht doch da hoch! Und jetzt fliegen wir... ja, nö. Croc, ich weiß nicht, wie schwer du bist, aber ich kann dir gerade, glaube ich, nicht helfen. Ich brauche irgendwie was, um das Ding zu steuern. Ah, blanker Hohn. Darf ich mir mal dein Pferd ausleihen und deine Kutsche? Aha, guck mal, ich kann dir Dinge verkaufen und kaufen. Cool. Guck mal, ich habe hier 2 Topas. Und dann habe ich noch 5 Opale. Nice.
Und ein paar Bernsteine. So, was gibt's denn bei dir? Was kann man denn bei dir kaufen? Pilze? Jede Menge Pilze. Och, du meine Güte. Ist ja nicht so, als wenn ich irgendwie zu wenig Pilze hätte, ne? Ich hatte gehofft, ich könnte mir dein Pferd ausleihen. Ist denn hier sonst irgendein Weg nach oben? Nee, ne? Zieht sich hier einmal die komplette Mauer entlang. Hier vielleicht. Aber ich habe eigentlich keine Lust darauf, das Ding da hinten jetzt... Oh mein Gott. Also, folgendes. Das hat nicht so gut funktioniert. Nein. So. In welche Richtung fahre ich denn jetzt mit dem Ding? Fahre ich da lang? Hui! Ja, okay. Ich habe gedacht, man käme da hoch. Warte mal. Das war sehr irreführend. Okay, dann halt nicht. Ah, Krog, du nervst mich. Ich weiß es doch nicht. Warum habe ich hier nirgendwo einen Teleportpunkt, Mann? Kommst du da nicht hoch, oder? Komme ich da hoch? Ich hab halt nichts hier, ne? Hier ist halt die Dings da. Oh, hier kann man noch zwei Dinge bekommen. Okay, das ist cool. Ich habe halt nichts hier in der Nähe, was mir effektiv weiterhilft. Wir könnten hier vielleicht von dem Turm uns hoch katapultieren lassen. Und dann dahin gleiten in diese Richtung. Oh, ist das alles belastend heute.